Er ist ohne Frage der wohl prominenteste Neuzugang im Fuchsbau. Iker Romero, mehrfacher spanischer Meister, Champions-League-Sieger und Weltmeister. Der spanische Handballriese trägt nun sein Siegergehen nach Berlin. Ziemlich spielerisch, stark. Also er hat natürlich sehr viele Sachen erlebt, hat viele taktische Sachen auch sehr gut drauf. Er war sehr schnell in unseren Spielzeugen drin. Bei den Füchsen erhielt Romero einen Dreijahresvertrag. Für ihn ist der Schritt ins Ausland etwas Neues. Nach 14 Jahren in Spanien ist Berlin seine erste Auslandsstation. Kapitän Thorsten Lahn kennt den Spanier aus seiner Zeit bei Ciudad Real. Ich habe gegen ihn gespielt, aber er ist eigentlich sehr beliebt, egal wo er ist. Natürlich hat das etwas zu tun, er hat nicht so viel in Abwehr gespielt. So, normalerweise ist es Abwehr, wo du ein bisschen Schläge kriegst und so weiter. Er hat nur in Angriff gespielt, aber er ist, weil er hat diese Frohigkeit über Handballspiel und lacht immer und findet dieses Spiel so toll. Seine Erfahrung auf dem internationalen Parkett wird dem Team guttun. Mit seiner offenen und sympathischen Art überzeugte der 31-Jährige bereits auf Anhieb. Iker ist ein richtiger spanischer Kumpel, sehr, sehr offen, redet viel. Natürlich hat er Probleme mit der deutschen Sprache immer noch, aber er redet Englisch und hat alle so imponiert, weil er so offen und mit so guter Laune und guter Stimmung kommt er immer. So, deswegen ist er sehr gut integriert. Iker Romero ist angekommen in der Füchse-Familie. Seine Coolness vor dem Tor wird das Angriffsspiel der Berliner beleben. Die Fans können sich in der kommenden Saison auf einen Weltstar des Handballs freuen.